Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Tavern Tycoon. Garden of Zen hatten wir beim letzten Mal schon, diesmal ist Pirate Bay of Blue Seas dran. Wir spielen wie immer auf normal und dann legen wir auch schon los. Ich bin gespannt, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht nur drin vom letzten Level, dass man alles raushauen kann, wie man will. So ruftechnisch oder geldtechnisch, na, da müssen wir jetzt schon wieder ein bisschen aufpassen, denke ich. Würde mich zumindest wundern, wenn zweimal hintereinander die gleichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass man halt den Ruf sich dumm und dusselig versauen kann. Aber gut, wir schauen einfach mal. Keep your friends close, enemies closer, research recipes early on and cater for guests from all over the world. Utilize other taverns, trade offers to stay afloat during research. Pay attention to meat quality as well and build storage for guests arriving with baggage. Your objective is to get 1000 reputation and keep your finances above 50,000 gold. Remember that you will be fired if the tavern goes under. Good luck. So, wir legen wie immer mit unserer Standing Clock los, damit wir Pause machen können. So, haben wir... Ach, da machen wir die Taverne auf und das ist das Schild. Alles klar. Okay, okay, okay. Soweit, so gut. Wie viele Räumlichkeiten haben wir? Gut, wir schauen erstmal. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit... Ja, womit fangen wir denn an? Stuff von hier vorne hin? Obwohl... Nee, warte. Ja, doch, doch. Da machen wir einen Personalraum hin. Das sollte reichen. Denke ich mir mal so. So, als nächstes kommt hier die Küche hin. Ich überlege gerade, reichen 5, damit man 2... Larrys da hinstellen kann? Ich glaube nicht, oder? Warte mal. Nee, brauchen wir schon 6, weil die Tür im Weg ist. Machen wir so. So. Eine Toilette bräuchten wir im Optimalfall auch. Bin ich blind? Ich bin blind. Da ist die Toilette. So, das hätte man. So, dann machen wir hier gleich ganz viele Tische und natürlich die Bartheken. Stimmt, ich habe irgendwie schon wieder verdrängt. Wir bräuchten ja mal eine Bartheke. Ja, so direkt vom Eingang ist natürlich auch geil. Machen wir mal eine dahin. Wollen wir eine wirklich direkt ans Klo? Und dann hätten wir hier schön Platz für die ganzen Tische. Wir müssen erstmal schauen, was personaltechnisch so am Start ist. Vielleicht haben wir ja jemanden, der gut neue Rezepte erforschen kann. Nee, leider nicht. Ich gehe dann erstmal nach Preis. Diese Dame ist relativ günstig, was mich ziemlich überrascht. Kann man hier? Nee, da kann man nicht reinklicken, okay. So, wollen wir schon einen Clerk? Ich weiß es noch nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt erst einmal Deko und ein paar Tische. Ja, da bin ich für. So eine Feuerstelle brauchen wir. Wir machen erstmal 12 Tische. Einige Pflanzen. Piano. Stage. So. Warte mal, ich muss eben die Kamera ein bisschen drehen, sonst sehe ich es nicht. Ich wollte gerade sagen, irgendwie scheint das Drehen ein bisschen buggy zu sein, zumindest wenn ich nach links drehen will. Nach rechts ist kein Problem, aber irgendwie nach links... Hm, komisch. Egal. Dann ist das so. So, wir lassen da einen frei. Ah, Mist. Jetzt habe ich... Alter, das ist, buggt gerade ein bisschen rum tatsächlich. Aber gut, wir sind im Developers-Bild, da ist das ja okay.
So, wollen wir schon ein Reception Desk? Ich weiß nicht. Okay, wir machen mal ein bisschen weniger Deko. Wir stellen jetzt erstmal nur das Piano dahin. So. Ach, ich habe nur 10. Verdammt, ich wollte eigentlich mehr. Egal. Und die stellen wir mal da hin. Wo stellen wir das Piano hin? Ja, wenn dann eher... Man muss hier hinstellen, wir machen es da hin. Da ein Bücherregal. Hier das andere. Da ein Schwertstein und hier den anderen. Da ein Schachtisch und da den anderen. So. Also, wir sind ja schon mal sehr dekorativ unterwegs. Das finde ich schon mal gut. Die Frage ist, ich weiß noch nicht, welche Gäste hier vorwiegend sein werden. Wir geben uns erstmal einen Namen. Nennen wir es mal... Wie nennen wir es denn? Piratenspelunke ist auch irgendwie zu offensichtlich, ne? Nennen wir es... Genau, nicht Black Pearl, sondern die Beer Pearl. Peel, genau. Das Beer Peeling. So, Name ist gesetzt. Ach, die Beer Pearl, was stimmt denn nicht mit mir? Schreiben können ist heute scheinbar nicht meine Stärke. Na gut, so, die Beer Pearl. Dann würde ich sagen, wir können tatsächlich schon mal aufmachen. So, das holen wir uns mal dazu. Und hier machen wir unter anderem den Research Workshop hin. Moment mal, da passt der nicht. Machen wir mal so. Erstmal zwei Öfen, denn wir brauchen ja viele Rezepte. Nehmen wir da noch einen raus? Jo, sehr schön. Gut, dann stellen wir uns erstmal ein paar Forscher-Larrys ein. So, Maiden auch. Aber wir gehen jetzt erstmal nur auf neue Rezepte. Oi, wir haben ja echt verdammt wenig. So, ach, guck an, den ersten Gast haben wir schon da. Was bist du für einer? Ein Zauberer? Ja, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir eure Räume hier mal machen. Moment, die Ratte eben abknallen. So. Wir fangen mal an mit einem Spa. Das passt hier bestimmt super hin. Ach nee, stimmt, wir bräuchten ja 9 für einen weiteren. Als Breite. Na gut, das ist jetzt halt einfach so. Dann machen wir hier einen Arcane Study hin. Aber wenn wir das so machen, dann kriegen wir hier nochmal einen 7x5 Raum hin. Ja, komm, machen wir so. So, Rune Stage. Machen wir mal eine. Da passt leider kein Tisch mehr dran. Schade. Gut, ein bisschen kleiner. Wir müssen auch gucken, dass wir mit dem Platz klarkommen. Denn wir brauchen ja auch noch einige Gästezimmer. Muss ja alles auch irgendwo sein Plätzchen finden. Okay, da passt leider so keiner mehr. Alles klar, dann machen wir da noch 2. Fertig. Monetär gesehen geht es ja noch einigermaßen. Ist ja noch nicht viel los, noch nicht viel passiert. So, wir machen dann schon mal hier ein kleines Office hin. Dann haben wir auch über alles die Übersicht. Und dann drehen wir mal das Tempo hoch, dass möglichst schnell neue Gäste kommen.
So, die Mietqualität ist bei 8%. Das ist ja mal ganz großes Tennis. Wir gönnen uns um eine Maiden, die viel Potenzial hat. Na super, den ersten müssen wir schon vertrösten, dass wir das Gericht nicht haben. Da der erste Bericht ist wie immer grottig. Lohnerhöhung kriegst du. So, warte mal kurz. Wolltest du nicht gerade gehen? Dich haben wir ziemlich verprellt. Oh, wir bräuchten hier mal dringend jemanden, der es sauber macht. Und der nicht so teuer ist vor allem. Ach, guck an, 77, das ist ja ein Träumchen hier. Fine day, isn't it? So, dann gucken wir doch mal, was fehlt uns noch? Eine Archery Range fehlt uns. Kriegen wir die hier so hin? Ja, wobei, so ist das echt ein bisschen schmal, ne? Machen wir lieber hier hinten irgendwo. Oder, nee, wisst ihr was? Wir machen die hier oben. Da haben wir, denke ich, noch genug Platz. Wo ist er da? Vielleicht 5x8. Ja, der ist ein bisschen größer, aber... So. Hätten wir das. So, und jetzt muss ich aufpassen. Ich darf mich jetzt nicht direkt am Anfang verzocken, indem ich alle Räume baue. Sonst kommen wir, glaube ich, in Teufelsküche. Eine Gruppenreservierung für 8 Locals. Ja, gerne doch. Und du kommst wie gerufen. Zack. Hähnchen haben wir auch nicht. Ach du Scheiße. Wir verprellen ja gerade alles und jeden, weil wir die Essensgerichte nicht haben. Oh, shit. Angebote kommen da auch gerade nicht zustande. Schön. Moment, da ist gerade kein Barkeeper. Das geht ja mal gar nicht. Eine Gruppe von 11 Rogues. Oh, das ist ein bisschen sehr viel. So, setzt euch mal da schnell wieder ran. Dass ihr schnell wieder ans Saufen kommt und uns Geld gebt. Und vor allem eine gute Reputation da lasst, im besten Fall. Eine weitere Gruppe Locals. Nee. Nein, kein Interesse an Spam-Mail. Oh, Gott sei Dank, ein neues Rezept. Oh, und alle wollen so eine Gehaltserhöhung, die kriegen sie ausnahmsweise mal. Gut, was heißt ausnahmsweise? Ich gebe denen ja fast immer eine Gehaltserhöhung, weil ich die halt nicht rausschmeißen will. Auch wenn wir noch nicht vom Umfang her irgendwie... Wartet mal. Ich habe mal wieder vollkommen verdrängt, dass es eigentlich Sinn macht, dass man sich erstmal ein paar Gästezimmer einrichtet. Wir machen mal hier ein Shared Guest Room hin. Ja, wobei, das ist zu klein. Das lohnt nicht. Lassen wir. So, hab schon gesehen. 24 Reputation, sehr gut. So, bitte, jetzt kriegt doch mal einer irgendein Gericht. Jawohl, zwei kriegen ein Gericht. Das ist sehr schön, das bringt nämlich gutes Geld. So, wir machen mal hier zwei, drei Gästezimmer hin. Wobei, wahrscheinlich eher zwei als drei. So, wir brauchen ja noch ein Reception Desk. Perfekt. So, und ein Clerk. Am besten einen möglichst günstigen. Wow, 227 ist schon die günstigste Dame hier. Ja, wenn das denn so ist. So, noch ein Gästezimmer. Komm. Ah, wobei, dann geht meine wunderschöne Symmetrie nicht auf, aber ist mir jetzt gerade außerhalb egal. Ich glaube, ich brauche das Gästezimmer, weil wir einfach das Geld brauchen und die Gäste dann doch mal ein wenig glücklich machen sollten. Was bist du eigentlich für einer? So dieser Backpacker. Ein Barde, okay.
So, ich hoffe nur, dass wir schnell genug... Ah, Moment, wir haben Trade-Offers. Sehr schön. Dann kaufen wir uns mal 10 Rabbit Stew ein und 6 Cranberry Pie. Einfach, dass wir ein paar auf Lager haben, falls die jemand ordert. So, der nächste Bericht ist da. Es sieht schon ein bisschen besser aus, aber noch lange nicht gut genug. Was ist jetzt? Ach. Das muss ich ja noch abbestellen. Nein, Moment, wo war's? Da war's. Zack. Oh, Erdbeben! Attention! Schitte. Und ja, jetzt brechen uns natürlich wieder alle Gerätschaften hier zusammen. Ein Träumchen ist das. So. Jetzt bitte setzt euch und bestellt das zu essen, was wir haben. Was macht Research? Ja, läuft. Langsam, aber es läuft. So, und da die eine Bartheke leer ist, würde ich sagen, holen wir uns mal wieder eine Gruppenreservierung rein. Warte mal, da hätten wir 11, da haben wir 5. Wir holen uns 5 Locals. Weil wir müssen mit der Reputation aufpassen. Wir haben jetzt leider doch einige Leute schon ein bisschen verprellen müssen. So, guck an, wir machen Plus. Das geht schon mal finanziell gesehen zumindest in die richtige Richtung. So, wir brauchen mal ein paar Tische. Warum passt du nicht? Hm. So, her mit der Reputation. Die nächste Gruppe Locals, okay. Wir stellen hier schon mal eine weitere Bartheke hin. Okay, viele Leute wollen ein Gästezimmer. Ach, die wollen wieder so ein Shared Guest Room haben. Verdammt, und wir haben kein Geld. Okay, So, wartet mal. Wir holen mal hier den Shared Guest Room. Ich glaube, so weit brauchen wir den noch nicht. Wie viel haben wir insgesamt an Breite? 12. Dann machen wir den genau 6. Dann könnten wir da theoretisch nochmal bei Gelegenheit und Bedarf einen weiteren hinmachen. So, noch den Keyholder. Der jetzt natürlich nirgendwo mehr hinpasst. Echt jetzt? Ach, verdammt. Müssen wir uns hier mal ein Bettchen klemmen. Moment. Machen wir so, dann packen wir die alle ein nach links. Hier dann der Keyholder und fertig. So. Ah, alle wollen so den Shared Bedroom. Sehr gut. Ein neues Rezept ist fertig. Der Cranberry Pie. Ja, sehr schön. Wie viele Rabbits haben wir noch? 3 Stück. 11 für 781. Ja, die gönnen wir uns mal. Wir brauchen aber dringend nochmal eine Maiden. So, du hast sehr viel Potenzial, hältst lange durch. Das finde ich super. Und du bist sehr schnell. Das finde ich auch super. So, ihr wollt ja alle scheinbar... Moment, ein Storage? Ein Lager? Habe ich das richtig gesehen? Allow stocking of meats and drinks. Aha. Okay. Gucken wir uns gleich mal an. Wir machen jetzt hier erstmal den Express-Shop hin, der nicht hinpasst. Toll. Nee, dann machen wir den doch vielleicht besser. Nee, da passt er auch nicht. Verdammt. Also entweder wir machen den dann jetzt hier hinten hin. Ja, komm, wir machen den hier hin. Egal. Wow. Okay, wisst ihr was? Dann, wenn wir den da schon hinmachen, dann sollten wir den auch entsprechend groß machen, denke ich. Aber wisst ihr was? Ich sehe gerade auf die Uhr und da fällt mir auf, es ist langsam Schlafenszeit. So wie bei denen hier. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.